Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von German Truck Simulator. Wir starten da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wenn Sie mich heute nicht so gut versteht, dann liegt es daran, dass es mir nicht gut geht. Genau. So, wir haben ja letztes Mal mitten auf der Straße auf dem Seitenstreifen geparkt. Sind auf dem Weg nach Frankfurt. Und mit Autoteile und fahren jetzt einfach mal wieder weiter. So, ich muss wieder noch schnell schauen. Wir müssen über Hannover. Das heißt, wir fahren wieder auf die mittlere Spur. Wieder. Das heißt, beim nächsten Rastplatz, der was kommen sollte, auch kommt, werden wir eine Pause machen. Aber nicht die Aufnahme stoppen, sondern einfach nur schlafen im Spiel. So, Magdeburg. Schöne Stadt. Wir müssen aber trotzdem in Richtung Hannover weiterfahren. Genau. Ich frage mich bloß, wo die Autos bleiben. Würden wahrscheinlich noch schon noch kommen. Hoffe ich zumindest. So, hier kommt zwar ein Rastplatz, aber ja, man kann doch hier schlafen. Und da kommen ja die Autos. Und jetzt wird geschlafen. So, jetzt ist es natürlich zu spät. Aber wir sollten ja schlafen. Und jetzt geht es auf der Nachttour weiter in Richtung Frankfurt am Main. Genau. Euro Truck Simulator 2, der ist sehr gut, aber den werde ich mir trotzdem nicht kaufen, weil es wahrscheinlich mein PC nicht schafft, mit der Grafik des Spiels mitzuhalten. Wenn ich dann spielen sollte, fängt es wahrscheinlich an zu ruckeln und hängt dann. Und das ist für ein Video zu machen nicht sehr hilfreich, noch nicht gut für die Zuschauer. Sag ich mal. So. Da hat dein Tipp zu Omsi. Ich habe dort meine neue, meine Strecke, meine alte, gelöscht. Weil ich gesehen habe, dass man mit Spines viel mehr Möglichkeiten hat, die Haltebuchten und die Kurven so zu machen, wie man selber, also wie man sie selber haben möchte.
und die Breite auch selber anpassen kann. Deswegen habe ich jetzt neu angefangen und werde jetzt nicht mit einem Bahnhof beginnen, sondern mit einer Innenstadt. Genau. Da kommt ein Kollege ohne Anhänger. Ich werde auch mal parallel dazu den Euro Truck Simulator spielen. Die Videos dann auch hochladen. Was eigentlich klar ist. So. Ich glaube 28 Frames. Erhöht und steigert und sich und geht auch runter. So. Diesmal werden wir nur bis Hannover fahren. Was mir nicht gut geht und ich soll eigentlich nicht so viel am PC sitzen. Aber mich interessiert das heutzutage schon. Aber jetzt erst bin ich froh, dass ich zu Hause bin, muss ich in die blöde Schule. Die langweilt voll. Videos von Obsi dauert es noch, da ich meine Headset noch nicht habe. Das mit dem, was ich jetzt auch finde, nicht sehr gut ist. Und weiter geht es mit Vollgas in Richtung Frankfurt. Schleifen haben wir schon. Tank ist noch ein Teilchen. Genau, ich muss jetzt raus aus der. Ich werde nicht raus aus der Autobahn. Ich habe einen Laden. Müssen wir gerade das weiterfahren. Also, komm, bitte. Ich glaube, ich werde das Video gleich bis zum nächsten Mal ausmachen. Ja. Ich sollte eigentlich dann spielen. Urteil für zweites, jetzt habe ich die ganze.
Autobahn. Genau, lasst mich einfach in den Kommentaren wissen, wie man den Namen ändern kann. Oder auch nicht. Ich hoffe immer, ihr versteht mich. Und ich bin nicht zu leise. Selber das Hochladen von Videos. YouTube dauert einfach ein bisschen viel zu lang. Sollte ein wenig schneller gehen. Der Vorsinn, dass YouTube überhaupt kostenlos ist, ohne verfügbar ist. Ich habe mal erfahren, dass es angeblich kostenpflichtig werden soll. Aber meine Meinung dafür ist, dass es nicht klappen wird, weil so viele Leute wie jetzt drauf gehen, wird es dann nicht mehr geben, wenn es kosten wird. Genau, ich muss mich auch daran gewöhnen, neben und fahren auch reden zu können. Und hier ist unser Rastplatz, auch gemeint ist unser Ende des Videos. Im nächsten Video wird es auch von da starten, wie es im heutigen Video auch bemerkt habt. Damit einen schönen Abend noch, einen schönen Tag. Ciao, euer Edge 91.15.